sie versucht, glaubwürdig einen gelassenen Eindruck zu machen. Aber so ist er ja, der Schwede, mindestens im Klischee. David McPherson kommt aus Großbritannien, ist 48 Jahre alt, lebt in Maidstone in Kent, ist eigentlich geborener Südafrikaner und reitet Silver Spring, einen 10-jährigen war er, in den Niederlanden gezogen von Larino. Der hat nun richtig dafür gesorgt, dass er gerade an den Sprung kam, dafür einen deutlich längeren Weg in Kauf genommen. Offensichtlich stellt er sich vor, dass er eine ähnliche Spekulation erfolgreich anstellen könnte wie Lotta Schulz. Aber er reitet deutlich längere Wege als die. Es wird schwer werden, ganz nach vorne zu kommen. Und auch hier reitet er nicht vorne rum, damit er den ominösen Schlusssprung, und auch sein Pferd hat ja gezögert, dass er den ominösen Schlusssprung schön gerade erwischt, fehlerfrei in 51,91, 8 Sekunden, damit an bisher zweiter Stelle. David McPherson war deutlich zu sehen, dass auch Silver Spring nicht unbedingt begeistert war von der Idee, darüber zu springen und einer erheblichen Nachhilfe seines Reiters bedurfte. David McPherson.